Schuss. Chat? Abstürz ist nicht gut. Abstürz ist gar nicht gut. Ich stürze nach. Ich stürze nach. Oh mein Gott, hallo? Nein. Oh nein, Digga, ich glaube. Wo sind wir denn? Alter. Ist das nicht Madeira? Alter, wir sind auf Madeira abgestürzt, Leute. Was? Wer ist da? Tobi? Na? Digga, warum bist du dabei? Ja. Du hast gedacht, ich bin nicht dabei, ne? Warum klingst du so absolut übersteuert? Bin ich nicht. Chat, jetzt Community Event. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Also, Chat, passt mal auf. Folgendes wird heute hier in diesem wunderschönen Video passieren. Wir sind heute mal wieder auf StreamEvent.tv unterwegs, meine Freunde, ja? Wir haben endlich mal wieder ein StreamEvent, Digga. Damn, lang ist das her. So, mit dabei ist heute der liebe Tobi. Mali. Tobi ist... Ist das Don Balbano? Das kann nicht sein. Wie lange hat der gewartet? Wie lange hat Don Balbano darauf gewartet? Also Leute, wir haben heute ein ganz, ganz wildes Stream-Event vor. Das Stream-Event läuft diesmal, meine Freunde, 24 Stunden. Ja, ich sag mal sogar ein bisschen länger. Ich glaube, 36 Stunden sind es insgesamt, meine Freunde. Ihr kennt alle den dicken Redhead aus Madeira. Oh Mann! Genau, der Typ, der wirklich der Meinung ist, er könnte komplett Madeira für sich bug abusen, sämtliche Häuser und Immobilien da kaufen und hinbauen. Und ich bin der Meinung, meine Freunde, das lassen wir nicht weiterhin zu. Wir gehen jetzt hin, meine Freunde. Wir gehen nämlich jetzt hin und werden gemeinsam Madeira von Grund auf neu bebauen. Im Survival-Modus. Das heißt, ihr könnt jetzt hingehen und die Insel vom Red Hat komplett annektieren und da eure eigenen Gebäude drauf machen. 100 Spieler sind es wieder in der Zahl, richtig? Genau. Stream-Event.revinzer.tv, ja? Boah, Digga, Community-Event. Ja, Tobi ist lang hier. Ehrenbruder York schon mal wieder hier eine Map gebaut mit Yazarotti 2. Digga, die haben wirklich 20, 30 Jahre haben sie drauf gewartet, bis sie mal wieder bauen dürfen. Lüge. So, jetzt könnt ihr alle ins Portal reinspringen. Alle ins Portal reinjumpen. Was? Mutzhuhn anhaben. Was ist das denn? Wie geil! Die sind alle im Flugzeug! Oh, Durchsage. Werte an Unabwesende, liebe Zu- und Weghörer und ungern gesehene Gäste. Wenig willkommen an Bord der B747 der Yatza und Yorkie Airlines. Mein Name ist Yorkshire und ich bin heute Ihr Pilot. Dabei ist mein Co-Pilot. Geil, Digga! Moin, ich bin Yatza und auch an Bord. Unser heutiger Flug geht von Malle zu Revis Quality Content. Mhm. Und dann würde ich sagen, gebe ich nochmal das Wort an unseren Piloten weiter. Hier nochmal ein paar kleine Hinweise. Setzen Sie sich ruhig hin, aber behalten Sie die Jacken. Digga, in dem Flugzeug hier sind nur Geisteskranke. Müssen Sie im rollierenden System mit 6 anderen Passagieren teilen. Für den Zeitraum ohne Sitzplatz haben wir Haltestangen im Bereich des WC-Sammelsystems angebracht. Wir wünschen uns einen angenehmen Flug. Hier sind also nur viele Leute im Flugzeug. Hier sind gar keine. Digga, die spielen alle Minecraft, die Loser. Ich wollte nochmal eine kleine Ergänzung dazu geben. Oh, und zwar, der Pegel hier vorne ist leicht gehoben und ziemlich gut. Und ich würde einfach mal sagen an der Stelle, ich wünsche uns allen einen guten Flug. Ich glaube, die Piloten sind besoffen. Ach, die haben Pegel gesagt. Mal, dass die rote Lampe da vorne die ganze Zeit rot blinkt. Ich meine nämlich nicht. Digga, einfach ist deutsche das? Hörspiel. Schlag mal das Handbuch auf. Einfach 3 Fragezeichen. Ja. Ah, hier. Gefahr. Absturz. Rotes Licht. Chat? Absturz ist nicht gut. Absturz ist gar nicht gut. Wir stürzen ab. Wir stürzen ab. Hilfe. Ich kann den Flieger nicht mehr. Die Business Class zuerst raus. Hilfe. Die Business Class zuerst raus. Zugriff. Die Business Class zuerst raus. Oh, ich stürze ab. Oh nein. Die schreiben alle Yeet in den Chat. Ich stürze ab. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein, Digga, ich glaub, ich bin komplett besoffen. Oh nein. Und jetzt nochmal schön dieses Tinnitus-Sound einmal. Ja, von der Landung, war zu laut. Oh nein, Digga. Das Moment komplette mal. Flugzeug ist abgestürzt. Guck mal. Jeder hat's überlebt. Alle haben's überlebt. Krank. Wo sind wir denn? Das war Zufall. Alter. Moment mal. Ist das nicht. Wir sind direkt auf von Schall. Ist das nicht Madeira? Ist das hier nicht Madeira? Alter, wir sind auf Madeira abgestürzt, Leute. 100 Spieler auf Madeira auf Absturzbasis. Schaut mal hier. Das hier ist die gesamte Insel von Madeira. Die ist komplett 3D auch. What the fuck? Okay, Chat, ihr seht das hier. Also komplett Madeirinski, ja. Einmal Madeira mit dem wunderschönen Funchal hier unten. Das ist die Insel, meine Freunde. Hier hinten war ich nämlich schon mal an dem Zipfel. Hier bin ich schon mal wandern gegangen. Das, denke ich, interessiert uns alle sehr. Sehr, 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 sehr wild, Leute. Alles klar, Leute. 24 Stunden ab jetzt. Wir sehen uns dann. Wir haben jetzt das Server tatsächlich 48 Stunden laufen lassen. 2 Tage lang hatten wir Zeit, trotz Madeira tatsächlich auseinanderzunehmen, Digga. Wir gehen wieder auf den Server, Leute. Klar, ihr kennt das ja, ne? So, wir gehen rein, Digga. Ab ins Madeira-Event. Let's go, Digga. So. Okay, wir schauen erstmal, Leute. Was haben wir... Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Hä?
Oha! Was? Was? Bro, was für ein Weep-Shit? Was? Yorkshire, warum baust du so ein Weep-Shit? Holy shit, Digga, wer? Okay, wir schauen uns mal Madeira an. Also, hier hat jemand auf jeden Fall das Haus von Unge gebaut in der Villa. Okay, wir gehen mal ein bisschen nach oben. Hier oben sehen wir auf jeden Fall ein paar Häuser. Hier haben sich scheinbar wirklich Menschen einrichten können. Der Spawn-Bereich ist absolut giga-gegrieft, Digga. Der Bro hat es auf jeden Fall geschafft. Hier ist... Ach, Digga, was soll das denn? Ist das hier eine Corona-Spritze? Hier ist eine Corona-Spritze und der P*** von irgendeinem. Sehr, sehr nice. Okay, wir fliegen mal ein bisschen um die Insel herum und schauen mal, was wir haben. Oh, damn! Hier hat jemand Unges Yacht gebaut. Pretty Pock, I mean. Hier ist das Haus von Reef. Das hier ist das Haus von Reef. Da oben wohnt Tuddle. Sehr geil. Bambusleitung. Nice house, I guess. Sehr schön. Lord Pusteblume hat hier Step Bro. Eine komplette Insel mit dem Titel Step Bro gebaut. Okay, I see. Sehr, sehr nice. Ganz am Ende. Das ist sehr, sehr nice. Okay, sehr stark. Hier eine komplette Festung einfach für sich gebaut. Nice, Mann. German Chrissy hat hier ein Haus gebaut. Ohne Dach. Mitten hier oben im Wald, Digga. Der Bro hat es auch komplett aufgegeben. Der steht hier oben. Ach, Junge, der Arme. Okay, wir sind bei Ollum. Oha, Digga. Oha, Bro. Not bad. Not bad at all. Sehr schön, Digga. Die haben sich hier auf jeden Fall wirklich häuslich eingerichtet. Sehr schön, Alter. Hat der ein automatisches Lagersystem gebaut? Ist der dumm? Weil irgendeinem hier im Haus, der hat hier ein komplettes Lied hier gemacht. Ach, Junge, die sind doch alle so hobbylos, die Leute. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Jetzt. Sehr wild. Sehr, sehr wild, sehr schön. Subclub von Revi, alright, I guess nah. Okay, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wir gehen mal zu Yeet Big Mac, Alter. Was hat er gemacht? Oha, Digga, Bro. Oh, das hab ich auch noch nicht gesehen. Actually Pork, sehr wild, Alter. Starkes Haus hier, no jakes. Extrem strong. Guck mal, was Lord Pusteblume cooles gebaut hat. Mein Gott, Digga, der ganze Chat ist bei mir zu mit Lord Pusteblume. Was denn? Oha. Stimmt. Ach, Lord Pusteblume war das hier. Bro, der hat hier einfach eine Burg gebaut, oder? Das ist aber so nice geworden. Das ist echt sick, Alter. Ruinemäßig. Ja, das ist wirklich geil. Das sieht extrem nice aus. Nicht schlecht, Digga. Ich schau dir die ganze Villa von Dom Albano an. Och, Mann, Digga, ich weiß ja nicht. Was denn hier? Das ganze Haus. Oha? Hä, als ob Dom Albano was Richtiges gebaut hat. No cap? Digga, auch chillig hier mit den Villen. Deutsche Unge einfach hier. Was ist das denn? Tentakel-Hentai-Unge. Ey, der hat alle so ein, Problem. Gesehen. Digga, der Typ ist wirklich der absolute Minecraft-Anfänger. Der hat nicht mal einen Skin drin und hat einfach dieses Dreckshaus hier gebaut. Innerhalb von 2 Tagen. Innerhalb von 2 Tagen hat der diesen Haufen hier hochgezogen. Zweckmeier Giggity, du hattest 2 Tage Zeit. Ist das alles, was du zustande gebracht hast? Du hast nicht mal Fenster. Hier oben haben wir noch ein kleines Baumhaus. Alrighty, Digga. Revi Meinung. Freddy, ich komme ganz kurz. Wenn wirst du gebannt. Oh, damn. Damn, Freddy. Das ist einfach ein Seko-Haus. Actual Pock. Ne, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Wirklich. I like. Mr. Mobile, was hast du denn gebaut? Oh, er hat sich so eine kleine süße Hütte gebaut. Wurde nur beklaut. Der Arme. Er wurde die ganze Zeit hochgenommen. Der Arme, der Arme, der Arme, der Arme, der Arme. Wieso kann Dom Albano fliegen? Wer hat ihm irgendwelche Rechte gegeben? Welcher Idiot hat Dom Albano Rechte gegeben? Ich glaube nicht, dass das Dom Albano ist. Wer ist das? Das ist doch Dom Albano. Junge, Junge. Okay, wir gehen mal zu Little Toast. Ist das dein Ernst? Was soll ich? Okay, also, alles im allen, Leute, habt ihr es auf jeden Fall hinbekommen, die wunderschöne Ferieninsel Madeira komplett in den Dreck zu ziehen. Ja, das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Das ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben hier gesehen habe, wirklich. Das ist einfach, also wirklich, es ist absolut schrecklich. Es ist wirklich absolut schrecklich. Es ist absolut schrecklich. Es ist absolut schrecklich, Leute. Ich kann es nicht sehen. Digga. Dom Albano wurde an der Stelle auch gebannt. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Ihr habt es mal wieder geschafft, komplett Madeira zu veranstalten. Das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr weitere Community-Events sehen wollt, smack den Daumen mal gerne nach oben hoch. Und ich bin an der Stelle doppelt reifer raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss.